Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen und sonnig warmen guten Morgen wünsche ich dir. Wir sitzen hier gerade noch auf unserer Terrasse und haben Sonne getankt zum Start in den Tag. Und jetzt habe ich die Sonne so schön wärmend im Rücken. Muss man mit dem Gesicht aus der Sonne rausgehen und dachte, ich komme mal live hier vorbei. Um dich ein bisschen zu inspirieren zu deinem freien Leben, das auf dich wartet. Wenn du denn dich mal dafür entscheidest, wenn du denn mal die Botschaften deiner Seele erkennst und wahrnimmst und ihnen auch folgst. Du merkst schon, was ich damit sagen will. Solange du abwartest und andere beobachtest, wird sich nichts verändern. Wir dürfen uns einfach davon verabschieden, dass irgendwann der Prinz auf dem weißen Ross kommt und uns rettet. Wir dürfen das selbst machen, wir dürfen unser Leben selbst in die Hand nehmen, weil das heißt einfach selbstbestimmt und frei leben. Und da dürfen wir uns natürlich klar drüber werden, wie will ich selbst es haben. Ist mir gestern nochmal so bewusst geworden, ich war im Internet unterwegs und ich lese ja zwar keine Nachrichten oder schaue mir irgendwelche Nachrichten und Dinge an. Aber ich habe noch ein Konto auf T-Online und da wollte ich drauf gehen und habe da so im Blickwinkel gesehen, WhatsApp-Status verrät Frau, Kündigung, ja, was auch immer sich dahinter verbirgt, keine Ahnung, gelesen habe ich es nicht. Ich habe da nur noch mal so für mich gedacht, und das ist eines der Dinge, die ich auch früher so gehasst habe, wenn es mir mal nicht gut ging oder wenn mit den Kindern mal was war. Im Büro anzurufen morgens und mich abmelden zu müssen, anderen Rechenschaft abgeben zu müssen. Ich meine, klar, wenn man im Arbeitsverhältnis ist und man erscheint morgens nicht, dann ist es schon taktisch ganz klug, wenn man sich abmeldet. Aber das war eines der Dinge, die ich wirklich gehasst habe, solche Telefonanrufe zu tätigen. Das hat immer ganz viel mit mir gemacht, anderen Rechenschaft abzugeben. Weil das hatte nichts mit dem freien, selbstbestimmten Leben zu tun, von dem ich eigentlich geträumt habe. Und wenn du jetzt mal in dich hineinfühlst und dir mal Bereiche in deinem Leben mal ganz kurz Revue passieren lässt, wo du bis eben dich mehr nach anderen richtest. Also ein Leben lebst nach dem Standard von anderen, was nichts mit selbstbestimmt und frei zu tun hat, wo du zum Beispiel morgens um die Uhrzeit dich gerade dort aufhältst oder gerade das machst, worauf du gerade Lust hast. Und wenn du von jetzt auf gleich was anderes machen möchtest, dann machst du es einfach, ohne jemand anderem Rechenschaft abgeben zu müssen. Verstehst du, was ich meine? Das sind so die Dinge, wovon ich vor ein paar Jahren geträumt habe, die jetzt ja auch schon seit Jahren zur Lebenswirklichkeit geworden sind. Warum? Weil ich mich dafür entschieden habe, weil ich aufgehört habe zu warten, aufgehört habe, andere zu beobachten, wie die ein erfolgreiches, glückliches, gesünderes, freieres Leben leben, wie die ihr eigenes Ding machen. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie kann das funktionieren, dass mit dem, was mir wirklich Freude macht, was mich selbst ausmacht, was meiner Mission entspricht, was meinem Seelenplan entspricht, wie kann ich damit selbstbestimmt und frei leben und auch Geld verdienen? Also auch Geld vor allem aufs Konto fließen lasse, dass ich mir keine Gedanken mehr um Geld machen muss, dass einfach ein stabiles Einkommen da ist. War mir total wichtig, weil öffentlicher Dienst, wo ich herkomme, da bin ich ja mal hingegangen, um einfach ein sicheres Einkommen zu generieren, ja? So, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und auch Einladung mal an dich, hast du bestimmt schon mal gehört, dass die Seele in Form von Gefühlen mit uns kommuniziert. Die Botschaften unserer Seele, das sind zunächst mal Botschaften in Form von Gefühlen. Da fühlen sich gewisse Dinge im Leben nicht so an, wo man nicht voller Freude ist, voller Spaß, voller Leichtigkeit, voller Heiterkeit, wo wir gelernt haben, was gesellschaftskonform ist, was man halt so macht und, was auch immer.
Und da ist erstmal so ein leises Gefühl da. Das hier fühlt sich jetzt aber nicht gut an. Und solange und je länger und je mehr wir diese Botschaften missachten, umso mehr spricht das Leben mit uns. Beispiel. Je mehr ich die Botschaften meiner Seele missachtet hatte, dass ich in dem, was ich beruflich mache, mich nicht morgens mehr hellwach, topfit, voll guter Energie aus dem Bett hüpfen lässt, umso mehr hat meine Seele mir auch Botschaften auf der körperlichen Ebene geschickt. Ohne jetzt da in Details zu gehen, würde ja den Rahmen sprengen. Ich will dir das nur mal als Beispiel geben, damit du mal schauen kannst, wo schickt die Seele dir bis eben Botschaften, zum Beispiel auf der körperlichen Ebene oder auch auf der Gefühlsebene, die du so eigentlich gar nicht mehr haben möchtest. Also Disharmonien im körperlichen Bereich oder eben, was wir als negative Gefühle bezeichnen, sei es eine Art von depressiven Gedanken, Gefühlen, Burnout oder Traurigkeit oder Wut oder was auch immer. Ja, das sind alles leise Botschaften von deiner Seele, die dich darauf hinweisen möchte, hey, bitte korrigier deinen Weg. Und wenn du der Punkt, wo du jetzt gerade stehst in deinem Leben, nimm mal noch ein finanzielles Beispiel, wo du vielleicht beobachtest du mich schon länger, nimm mal das, ist ein gutes Beispiel, kenne ich auch aus meinem früheren Leben, wo du, wenn du mich schon länger beobachtest, vielleicht schon vor 3, 4 Jahren gedacht hast, wow, ich würde mich gern begleiten lassen, ich würde gerne meine Mission entdecken, ich hätte gerne Klarheit zu meinem Seelenplan, ich würde gerne durchstarten in das Leben meiner Träume, ich würde gerne irgendwo leben, wo es warm ist oder wenn ich Lust auf Schnee habe, dass ich in die Berge fahren kann, dass ich einfach frei auf der Welt unterwegs bin. Ich hätte gern die Familie mit im Boot, ich hätte gern immer mehr Geld zur Verfügung, wie es einfach zu meinen eigenen Bedürfnissen passt. Und dann hat sich das damals zunächst mal für dich vielleicht gut angefühlt oder wahrscheinlich gut angefühlt, weil das waren ja so Gedanken, die aus dir herausgekommen sind, Botschaften von deiner Seele. Dann hast du vielleicht geguckt, was eine Begleitung kostet. Sag jetzt mal 2000 Euro. Ist schon eine Weile her, dass eine Begleitung 2000 Euro gekostet hat, aber nur mal, um dir das Beispiel mit auf den Weg zu geben. So, dann hat dein Kopf dir erzählt, ach nein, 2000 Euro ist jetzt viel zu viel. Die habe ich jetzt nicht. Ich habe ja auch schon so viel in mich investiert. Erst muss ich jetzt mal andere Resultate in meinem Leben erzielen. Und da ist auch noch eine Rechnung offen, die muss ich auch noch zuerst bezahlen. Und. Was auch immer. Es sind jetzt nur mal so fiktive Beispiele. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist und du dich dann gegen eine Begleitung zum Beispiel entschieden hast und mal zurückblickst, wirst du Botschaften vom Leben erkennen, weil du ja nicht aus ganzem Herzen heraus das, was dein Herz eigentlich wollte, Entscheidungen getroffen hast, sondern aus dem Mangel heraus, dann hat das Leben dir noch mehr Mangel geschickt. Dann kam vielleicht plötzlich noch aus heiterem Himmel überraschend irgendwo noch eine Rechnung her. Oder es ist noch irgendwas in Reparatur gegangen, wo du zusätzlich noch mal Geld in die Hand nehmen musstest, durftest, konntest, wie auch immer. Das ist jetzt so ein fiktives Beispiel. Das Leben reagiert immer auf unsere Entscheidungen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, wenn der erste Impuls da ist, das ist jetzt genau das Richtige für mich, und machen es dann zum Beispiel vom Geld abhängig, erzählen uns die Geschichte, also auf der unbewussten Ebene. Ich bin es mir jetzt nicht wert, in mich zu investieren. Ich bin es mir nicht wert, jetzt wirklich meine Mission zu entdecken. Ich bin es mir nicht wert, all die Themen, die in mir verborgen sind, die mich bis eben daran wie Gummibänder immer wieder zurückhalten in Lebensbereichen, die ich so nicht haben möchte. Dann reagiert das Leben quasi und schickt weitere Botschaften in der Richtung. Nicht um uns zu bestrafen, sondern das ist alles auch ein liebevoller Hinweis. Hey, bitte korrigieren, bitte korrigieren, bitte korrigieren, bitte korrigieren. Und so läuft natürlich dann, je länger ich dieses Spielchen treibe, sag ich mal. Jetzt nur mal zum Bewusstmachen für dich. Vielleicht triggert es dich auch ganz arg. Dann stößt es erst recht auf Resonanz in dir. Also, so war es bei mir früher ja auch.
Deshalb kann ich das so gut weitergeben, weil ich weiß, wie es einem da geht. Das sind alles liebevolle Botschaften vom Leben. Bitte korrigieren, bitte korrigieren, bitte korrigieren. Und da dürfen wir natürlich ganz, ganz viel über Bord werfen, was wir bis eben geglaubt haben, was wir bis eben gefühlt haben, was ja letzten Endes zu den jetzigen Lebensergebnissen geführt hat. So, und du kennst bestimmt auch so, sei es jetzt, weil du mich beobachtest oder auch andere beobachtest, wo du dann mal gedacht hast, ah nee, dieser Betrag, den habe ich jetzt nicht zur Verfügung, später. Ich muss erst das hier und dann. Und wenn ich dann Geld zur Verfügung habe, dann. Und dann triffst du so irgendwann die Entscheidung, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt da, jetzt will ich. Und dann siehst du plötzlich, naja, da sind jetzt ein paar andere Preise da und dann erzählst du dir wieder die Geschichte, weil es Preissteigerungen gab, wie du sie dir schon vor 2, 3 Jahren oder vor 4 Jahren, vielleicht sogar vor 10 Jahren, je nachdem, wie lange du mich zum Beispiel beobachtest, erzählt hast. Und schon merkst du, wie immer diese Gummibänder greifen. Das heißt mit anderen Worten, Einladung, dich dem Gedanken zu öffnen. Mut wird immer belohnt. Mut wird vom Leben immer belohnt. Es hat noch niemand sich vorgenommen, um dir ein metaphorisches Beispiel mit auf den Weg zu geben, den Gipfel eines Berges zu erklimmen, ist oben angekommen, hat an der Spitze gestanden, und hat gesagt, boah, hätte ich das da doch nicht gemacht. Was für eine Erfahrung. Wie gruselig, wie heftig. Natürlich nicht. Du stehst oben und hast das Gefühl, du könntest fliegen vor Freude, dass du es gemacht hast, dass du losgegangen bist, dass du am Gipfel angekommen bist. Solange du aber unten stehst und nur auf den Gipfel guckst, gibt's keinen Grund zum Feiern. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein wunderbares metaphorisches Beispiel. Das würde ich dir mal gerne zu deiner Inspiration mit auf den Weg geben, weil die Botschaften, die Ideen, die Gefühle, die Impulse, die du hast, wenn alles für mich möglich wäre, dann würde ich gerne so leben, dann hätte ich gerne dies und jenes und das und das und das, was auch immer. Es gibt kein Entweder-oder, es gibt immer nur ein Sowohl als auch oder ein Und. Alles andere sind Prägungen. Sind Prägungen auch dahingehend, dass wir uns die Geschichte erzählen, das brauche ich nicht, ich kann mich ja mit weniger zufrieden geben, da draußen gibt es ja Menschen, denen geht es ja noch schlechter als dir und. Sind alles Geschichten, die ich mir jahrelang erzählt habe. Damit kommst du aber niemals da an, wo du hin möchtest, denkst allenfalls irgendwann, wenn der letzte Atemzug naht, da spreche ich jetzt auch aus meinem früheren Leben, das war für mich. Dieser Gedanke war für mich wirklich der Moment, wo ich den Zündschlüssel im Motor endlich angemacht habe und den fünften Gang eingelegt habe, um loszufahren. Dass ich denken wollte, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt und nicht auf mein Leben zurückblicke und denke, hätte ich doch nur. Ja? Das würde ich dir mal gerne als Inspiration für heute mit auf den Weg geben. Und du hörst wahrscheinlich zum allerersten Mal, es gibt eine Seite, da gibt es ein weiterführendes Video, im Übrigen irmgard-pronda.de/Begleitung. Schau dir das an, trau dich, hab Mut, du wirst reichlich belohnt werden vom Leben. Das neue Leben, das wartet auf dich, das ist für dich vorbereitet. Lass uns da gemeinsam starten. Klick auf den Link und trau dich da zu springen und alles andere machen wir dann gemeinsam. In diesem Sinne, sonnige Grüße. Ciao, ciao.